In life, you always have two choices. To accept how things are, or to push for a change. No matter if it's about transforming your own life or the entire world. You might not reach your goal at first try, but would that make you stop? In the end, one thing is for sure. It is worth all the effort. Odlo is set on becoming a more sustainable brand. Join us on our journey. Hallo. Herzlich willkommen zur ersten digitalen Schulung für die Saison Winter 20 von Odlo. Ich bin Thomas Krichel und Key Account Manager bei Odlo für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Wer die Marke Odlo noch nicht kennt oder noch nie mit der Marke Odlo in Berührung gekommen ist, dem werde ich jetzt ein paar einführende Worte erstmal zur Marke geben. Odlo steht für Odd Lofterodd und Odd Lofterodd gründete das Unternehmen 1946 in Norwegen. Wir stehen auch heute noch dafür, dass Odd Lofterodd der erste Erfinder war, der eine synthetische Faser in die Sportunterwäsche oder in den Sportmarkt gebracht hat. Vorher gab es keine synthetischen Materialien in der Sportunterwäsche oder auch in der Sportbekleidung. Vorher arbeitete man mit Baumwolle und Leinen und das hat den Siegeszug bei allen Sportlern ins Leben gerufen. Wir sind besonders bekannt geworden oder den Durchbruch gab es ab 1972. Durch die Olympischen Spiele, Winterspiele in Sapporo. Da waren schon die meisten Athleten in Odlo-Bekleidung unterwegs und dieser Siegeszug, der hält bis heute an. Wir sind in Deutschland und in der Schweiz Marktführer in der Sportunterwäsche und auch die weiteren Divisionen erfreuen sich einem stetigen Wachstum. Wir haben 1986 das Drei-Lagen-Prinzip als erste Sportmarke kommuniziert und wenn ihr heute mal in den Sportladen geht, verkauft mittlerweile und entwickelt jede andere Sportmarke auch ihre Kollektion genau nach diesem Prinzip. Die erste Lage ist für den Transport der Feuchtigkeit vom Körper weg zuständig, die zweite für die Regulation und die dritte Lage ist der Wetterschutz. 2012 haben wir unseren ersten Schritt gemacht in eine nachhaltige Zukunft. Wir führten die sogenannte Green Tech Technologie ein. Anscheinend waren wir da wieder mal Vorreiter und es ist vom Markt noch nicht so angenommen worden, wie wir uns das gedacht haben. Deswegen sind wir den weiteren Weg gegangen und haben 2019 unsere neue Zero-Scent-Technologie eingeführt, unsere Anti-Geruchs-Finishings, die auch nachhaltig produziert werden und aus recyceltem Silber bestehen. Da werden aber nachher die Produktmanager im Detail drauf eingehen. Für Winter 20 haben wir diese Idee weiterentwickelt. Wir sehen, es ist überall Maß aller Dinge, wenn ein Kunde eine Kaufentscheidung trifft. Und das ist die Nachhaltigkeit. Wie werden meine Produkte produziert? Wo werden sie produziert? Und aus was besteht das Material? Gerade die synthetische Sportunterwäsche war durch den hohen Ölanteil natürlich immer von den Wollherstellern immer in der Kritik. Wenn ich mir heute den Impact angucke, den eine synthetische Sportunterwäsche hat, muss man sagen, dass wir der Umwelt auf jeden Fall etwas Gutes tun, wenn wir mit recyceltem Material arbeiten und dadurch auch die umweltschädlichen Ausstöße geringer sind als bei einer Wolle. Wir launchen in 2020 unsere Hauptvolumenkategorien in der Wäsche, Performance Warm Eco und Active Warm Eco, 100% recycelt. Diese Kategorien haben wir uns jetzt als erstes geschnappt und recycelt, damit wir hier den größten Impact auf unsere Nachhaltigkeit haben. In Vorwinter 20 ist dadurch, und wenn man sich das ganze Volumen anguckt, die Hälfte aller Produkte aus natürlichen oder nachwachsenden oder auch recycelten Materialien produziert. Warum ich besonders stolz bin, für Odlo zu arbeiten, ist, dass wir bis 2022 schon 75% aller unserer Rohstoffe recycelt oder aus natürlich nachwachsenden Rohstoffen generieren. Des Weiteren sind wir permanentes Mitglied der Fairwear Foundation und haben zum fünften Mal in Folge den Leader-Status erreicht.
Auch wird der Tierschutz groß geschrieben. Das bedeutet, alle Wollprodukte und Wolle, die wir verarbeiten, ist 100% mulesing-free. Auch der Tierschutz ist ein großes Thema. Die große Nachfrage nach Wolle, auch von vertikalen oder Fernostproduzenten, ist gegeben. Und man kann nicht überall bei allen Mitbewerbern garantieren, dass diese Wolle nicht gemulest wird. Ein sehr schädliches Produktionsverfahren für das Tier. Wir können immer das Zertifikat Mulesing Free aushändigen. Auf Nachfrage können wir es jedem Händler zur Verfügung stellen. Des Weiteren ist unsere Daune, die wir in unseren Daunenjacken verarbeiten, garantiert nicht lebensgerupft. Und wir haben sehr, sehr transparente Versorgungsketten. Alle Infos zu diesen Themen findet ihr auf otlo.com/sustainable. Hello everyone, my name is Chloe. Hallo, mein Name ist Chloe und ich bin Junior Product Manager Sports Underwear und Activewear bei Otlo und ich werde euch heute unsere Herbst-Winter-Neuigkeiten dieser Kategorien vorstellen. Zu Beginn möchte ich kurz erklären, wie die Sports Underwear Kategorie strukturiert ist und welche Produktneuigkeiten im Herbst-Winter eingeführt werden. Wir unterteilen Sports Underwear in 3 Segmente, bestimmt für unterschiedliche Zielgruppen und verschiedene Aktivitätslevel. Die Performance-Produkte sind für hochintensive Aktivitäten konzipiert und bieten hohe technische Merkmale. Sie sind in der schwarzen Box erhältlich. Die Active-Produkte sind für leichte bis mittelintensive Aktivitäten konzipiert und bieten eine bequeme Passform. Sie sind in der blauen Box erhältlich. Die Natural-Produkte sind aus Naturfasern für Naturliebhaber hergestellt und in der braunen Box verpackt. Zudem findet ihr auf unserer Merino-Box nun ein saisonal neutrales Bild, da wir das Produkt ganzjährig anbieten. Die Neuheiten der Saison sind Blackcomb mit einem neuen, beeindruckenden grafischen Ansatz, Performance Warm, verbessert und aus recyceltem Garn hergestellt, New Active Thermic mit der Otlo Active Warming Technologie und Kinship mit höherem Wollanteil und neuem Design. Außerdem haben wir alle unsere Active Warm Produkte aus 100% recyceltem Material hergestellt. Auf diese Weise erreichen wir, dass 50% des Otlo Sports Underwear Produktvolumens entweder aus recyceltem oder natürlichem Material hergestellt wird. Darüber hinaus werden alle unsere Boxen ab Herbst-Winter 2020 aus recyceltem oder FSC-zertifiziertem Material produziert. Bevor wir uns die Produkte näher ansehen, möchte ich noch einmal kurz auf das Otlo Temperature Control System eingehen. Otlos TCS hängt von 2 Parametern ab, dem Aktivitätsniveau und der Außentemperatur. Je nachdem, wie kalt oder warm es ist und wie intensiv man Sport betreibt, wählt man den Otlo Base Layer in der idealen Wärmestärke, von X-Light über Light, Warm bis hin zu extra warm. Wir haben also eine sehr breite Palette an Base Layern. Darüber hinaus sind seit Sommer 20 all unsere synthetischen Produkte, Performance und Active, mit Zero Scent, der innovativen Antigeruchstechnologie von Otlo, erhältlich. Sie enthält weniger Silberionen und ist damit nachhaltiger. Otlo presents Zero Scent. Sustainable Anti-Odor Technology, powered by HiQ Fresh. Zero Scent is an effective odor control technology derived from renewable and recycled sources. It neutralizes sweat and body odor without harming the skin's ecosystem. Zero Scent minimizes odor from emerging and keeps fabrics fresh for longer. Zero Scent works with a unique triple action system. Bio-based amino sugar polymer creates a durable barrier film that prevents odor compounds and bacteria from sticking to the fiber. The polymer anchors silver ions and amplifies their performance and durability. When bacteria cause bad smell and sweat, the silver ions impair their metabolism and stop the process. While delivering better results, Zero Scent also uses less silver than comparable silver-based anti-odor technologies. Thanks to the amino sugar polymer, any remaining smell washes off easily, even at lower temperatures. The result? Unprecedented odor control efficiency and sustainability, combined with long-lasting effectiveness. Otlo, engineers of active layers since 1946.
Beginnen wir nun mit unseren Helden der Saison und einem der Baselayer von Otlo mit den besten technischen Merkmalen. Wahrscheinlich der nachhaltigste Baselayer, der von Otlo jemals entwickelt wurde. Performance Warm Echo wurde entwickelt, um optimale Körperklima- und Feuchtigkeitsregulierung durch Organic Body Mapping zu gewährleisten. Kombiniert mit Netz- und 3D-Wärmestrukturen sorgt dies zudem für optimale Ventilation. Die Kontrastfarben machen dies optisch sichtbar. Auf der Rückseite des Oberteils und der Leggings findet man als schönes kleines Detail den Slogan der Otlo Marketing-Kampagne: Be aware of what you wear. Dies ist der perfekte Baselayer, wenn man bei kaltem Wetter draußen aktiv ist, egal ob beim Skifahren, Laufen oder bei einer Winterwanderung. Obendrein ist das neue Performance Warm aus recycelten Garnen hergestellt, somit kann man den Winter genießen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Zum Thema Nachhaltigkeit. Otlo verwendet nun 100% recyceltes Polyester bei der Herstellung unserer beliebtesten Produktlinien Active Warm, Originals und X-Warm. Chiara trägt unsere aus 100% recyceltem Material hergestellte Active Warm und Jakob trägt unsere aus 100% recyceltem Material hergestellte Active Warm Originals mit unserem Heritage-Logo. Nun präsentiere ich unser Spitzenmodell der Saison, Black Comp. Black Comp ist die perfekte Kombination aus Stil, Performance und Wärme. Was Black Comp in dieser Saison so besonders macht, ist das außergewöhnliche Design und die Optik, die durch ein spezielles mehrfarbiges Garn geschaffen wird. Neben der Optik bietet Black Comp eine hervorragende Wärmeisolation und Feuchtigkeitsregulierung für trockenen und warmen Tragekomfort bei maximaler körperlicher Leistung, egal ob auf der Skipiste oder auf der Laufstrecke. Weiter zu Active. Hier zeige ich euch die nächste Generation thermoregulierender Baselayer mit unserer Active Warm Technologie. Beim Berühren des Materials spürt man bereits, wie außergewöhnlich leicht die neue Active Thermic Unterwäsche ist. Und sobald man sie anprobiert, merkt man, wie warm sie ist. Als schönes Detail haben wir die Technologie auf dem Bund verewigt. Kürzlich durchgeführte Tests haben bewiesen, dass die Wärmekapazität von 100 Gramm dieses Garns 40% höher ist als zum Beispiel bei unserem Active Warm Garn. Somit ist Active Thermic eines unserer wärmsten Baselayer trotz geringem Gewicht. Perfekt, um auch bei kaltem Wetter draußen aktiv zu sein. Nun zeige ich euch unsere Neuheit im Bereich Natural. Unser neues Kinship. Es besteht aus feinster natürlicher Merino-Wolle. Diese bietet eine außergewöhnliche Thermo- und Feuchtigkeitsregulierung und eine natürliche Geruchshemmung. Und diese Saison sogar mit einem höheren Wollanteil. Was Kinship so erfolgreich macht, ist das moderne, zeitlose und von der Tradition inspirierte Design, das diese Saison im neuen Licht erscheint. Neben den Neuheiten möchte ich auch auf ein paar Carry-Over-Produkte eingehen. Da hätten wir unser preisgekröntes Active Spine Shirt mit der Active Spine Technologie von Otlo. Active Spine verfügt über ein stabilisierendes Element im Rücken, das die Körperhaltung bei komplexen sportlichen Bewegungen verbessert. Neben der Haltungsverbesserung vermindert es die Muskelermüdung und erhöht die Sauerstoffaufnahme. Nicht zu vergessen, unsere Active Light Base Layer mit der F-Dry-Technologie. Sie gehören zu unseren beliebtesten Produkten. Active Light ist mit hervorragender Feuchtigkeitsregulierung ausgestattet und trocknet dank der Push-Pull-Effekt-Technologie schnell. Das Polypropylen auf der Innenseite des Materials transportiert den Schweiß von der Haut ab. Somit entsteht ein angenehmer Kühleffekt genau zum richtigen Zeitpunkt. Und natürlich unser Performance Light Base Layer, den wir das ganze Jahr über anbieten. Er ist für Aktivität mit hoher Intensität konzipiert und bietet perfekte Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung durch Organic Body Mapping sowie Belüftungsstrukturen. Performance Light kann als leichter Baselayer verwendet werden, wird aber auch von Läufern sehr geschätzt. Sehen wir uns jetzt unsere Sport-BHs an. Otlo bietet eine umfangreiche und auf verschiedene Support-Level ausgerichtete Kollektion an Sport-BHs für Damen an, abhängig vom Aktivitätsgrad und den Bedürfnissen der Kundinnen. BHs mit starkem Halt sind für High-Impact-Trainings, wie zum Beispiel Joggen, konzipiert und verfügen über maximale Stützfunktionen. BHs mit mittlerem Halt wurden für Medium-Impact-Trainings, wie zum Beispiel Wandern, entwickelt. Und unsere BHs mit leichtem Halt sind für Low-Impact-Trainings, wie zum Beispiel Pilates oder Yoga, entworfen.
Hi everyone, here is Marjolaine. Hallo, ich bin Marjolaine, Junior Product Manager für den Bereich Outdoor. Ich werde euch heute die Outdoor-Kategorie für Herbst-Winter 2020 vorstellen. In dieser Saison verfolgen wir drei Ziele in der Kategorie Outdoor. Wir stricken mit Begeisterung im Schichtenprinzip, von innen nach außen, um unsere Einzigartigkeit zu stärken und unsere DNA weiterzuentwickeln. Wir bringen unsere iThermic Wearable Technology auf ein neues Niveau. Wir hatten diese im Herbst-Winter 19 lanciert. Wir bieten eine reiche Auswahl an Mid-Layern und Outer-Layern. Was ist das Besondere am Stricken? Hier bei Outlo haben wir eine lange Geschichte. Seit 1946 stricken wir Base Layer. Begonnen hat alles mit dem Herlanka-Anzug. Wir haben eine starke Strickexpertise geschaffen, die heute zu unserer DNA gehört. Diese Strickkompetenz ist Teil unserer Einzigartigkeit auf dem Markt. Was sind die Vorteile der gestrickten Produkte? Stricktechniken ermöglichen es uns, mehrere verschiedene Materialien und deren Eigenschaften nahtlos in einem einzigen elastischen Stoff zu verarbeiten, um den Anforderungen bestimmter Körperzonen gerecht zu werden. Mit weniger Nähten erzielt man eine optimierte Verarbeitung, die eine verblüffende Elastizität, reduzierte Reibung und erhöhte Bewegungsfreiheit garantiert. Es ermöglicht uns, ein einzigartiges und stimmiges Design zu schaffen. Und schließlich reduziert das Stricken im Vergleich zum Weben den ökologischen Fußabdruck von Kleidungsstücken. Wie ihr alle wisst, gibt es bei uns die großartige Blackcomb Sportunterwäsche, die all diese Vorteile in sich vereint. Von nun an bauen wir auf unsere Strickkompetenz auf. Wir stricken uns von innen nach außen, vom Base Layer bis zum Mid Layer und kreieren den Blackcomb Mid Layer. Dieses Modell ist durchgehend gestrickt und verfügt so über eine sehr hohe Dehnbarkeit und ermöglicht enorme Bewegungsfreiheit. Nahtloses Organic Body Mapping mit atmungsaktiven Zonen unter den Achseln und im oberen Rückenbereich sorgt für eine perfekte Regulierung des Mikroklimas. Und zu guter Letzt ist das Modell mit dem grafisch unverwechselbaren Blackcomb Design versehen. Aber wir hören hier nicht auf. Wir stricken uns nach außen durch. Bis zur FutureNet-Jacke. Diese einzigartige, hochinnovative und wasserdichte Jacke revolutioniert den Outdoor-Markt. Die Jacke besteht aus leistungsstarken Membranen mit einer Wasserdurchlässigkeit von 20.000 mm und einer Atmungsaktivität von 20.000 Gramm pro Quadratmeter. Die zwischen den beiden vollgestrickten Außen- und Innenlagen liegt und höchsten Schutz vor den Elementen bietet. Aufgrund der Stricktechnologie verfügt dieses Modell über eine unglaubliche Elastizität und sitzt wie eine zweite Haut. Die Strickkompetenz von Outlo wird durch das Material selbst zum Ausdruck gebracht. So verfügt dieses über nahtloses Organic Body Mapping, wobei entsprechend platzierte Löcher für die Feuchtigkeitsregulierung und eine höhere Abrieffestigkeit an den dickeren Stellen für Langlebigkeit sorgen. Zur Ausstattung gehören eine Kapuze mit Dreipunktverstellung, ein integriertes Kapuzenvisier sowie ein breiter und dickerer Kragen, damit man auch bei rauem Wetter auf die anspruchsvollsten Abenteuer bestens vorbereitet ist. Wir sprechen nun über unsere iThermic-Technologie. In den kalten Monaten möchten wir alle bei Aktivitäten im Freien warm bleiben und gleichzeitig die Schichten minimieren, um nicht zu überhitzen. Besonders bei Stop-and-Go-Situationen, wenn wir im Skilift sitzen oder uns zwischen zwei intensiven Schneeschuhtouren oder Wanderungen ausruhen. Um dieses Problem zu lösen, haben viele Unternehmen automatisch aufwärmende Kleidung auf den Markt gebracht. Diese Kleidungsstücke sind allerdings unförmig, weil sie nicht nahtlos verarbeitet sind. Der Wärmeaustausch muss zudem kontrolliert werden, da keine automatische Regulierung erfolgt.
Bei Otlo besteht unsere Lösung darin, eine intelligente, nahtlos in das Kleidungsstück integrierte, thermoregulierende Technologie zu entwickeln, die weiß, wann und wie sie sich warm hält, den iThermic Base Layer. Der erste Vorteil dieser Innovation ist, das sehr elastische gestrickte Material mit speziellen atmungsaktiven Zonen, um eine gute Feuchtigkeitsregulierung zu gewährleisten. Zweitens ist die Hardware nahtlos integriert, sodass du sie nicht spürst. Drittens passt sich die integrierte Software automatisch an deine Körpertemperatur und Außenumgebung an, damit du den Kopf frei hast, was vor dir liegt. Dank dieser Technologie und dem Aufbau des Base Layers kannst du dieses Kleidungsstück immer tragen, egal ob beim Skifahren, Wandern, Nordic Walking, Joggen oder Radfahren. In der Winterzeit benötigt man eine Außenschicht, die vor den Elementen schützt und gleichzeitig für ideales Mikroklima sorgt. Zu diesem Zweck haben wir eine komplette wärmespeichernde Linie entwickelt. Für Aktivitäten wie eine intensive Schneeschuhwanderung haben wir bereits im Herbst-Winter 2019 ein vollständig synthetisches, wärmespeicherndes Material vorgestellt. Wenn du dich sportlich betätigst, leitet dein Körper eine Menge Feuchtigkeit ab. Feuchtigkeit wiederum zieht kalte Luft von außen, wodurch ein großer Wärmeverlust entsteht. Die Sandwich-Konstruktion, die wir entworfen haben, besteht aus einer atmungsaktiven und dennoch windgeschützten Außenschicht von Pertex, einer G-Loft-Isolierung und einem Stretchfutter. Und warum ist G-Loft die richtige Wahl? Diese synthetische Isolierung bietet ein optimales Verhältnis von Wärme zu Gewicht und vereint langanhaltende Wärmespeicherung mit Kompressibilität, Top-Performance bei Feuchtigkeit und hoher Atmungsaktivität. Unser Test hat ergeben, die Kombination aus Pertex Quantum als Außenschicht und G-Loft als Isolierung bietet eine höhere Atmungsaktivität als Konkurrenzprodukte. Wir konnten also ein leistungsstarkes, synthetisches, wärmespeicherndes Produkt für jegliche Art von Aktivität konstruieren. Die Kollektion gibt es in drei verschiedenen Wärmestufen für unterschiedliche Bedürfnisse, um unseren Kunden genügend Auswahl zu bieten, von Light über Medium bis zu X-Warm. Für Aktivitäten mit höherer Intensität haben wir Fly Aesthermic entwickelt, bei dem Pertex Quantum R-Gewebe verwendet wird, das noch atmungsaktiver ist. Das Produkt ist außerdem leicht verstaubar. Auch an die Daunenliebhaber haben wir gedacht. So bieten wir eine Kollektion mit Isolierung aus Naturmaterialien für Aktivitäten mit geringer Intensität. Wir verwenden nach dem Responsible Down Standard zertifizierte Daunen und einer Fillpower von bis zu 750. Neuartig in der Herbst-Wintersaison 2020 ist anstatt des Glänzenden das matte Gewebe, mit dem wir voll im Trend liegen. Die Kollektion gibt es in drei verschiedenen Wärmestufen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und um genügend Auswahl zu bieten, von Light über Medium bis zu X-Warm. Wir haben viele verschiedene Mid-Layer, aber sie dienen alle einem Zweck. Zunächst einmal können wir sie nach Gewebetyp kategorisieren. Jeder Gewebetyp weist eine spezifische Leistungscharakteristik auf in Bezug auf Wärme, Atmungsaktivität und Gewicht. Unsere neue Kategorisierung berücksichtigt das Aktivitätslevel, dem ein Kleidungsstück unterzogen wird, von intensiv auf der linken Seite der Skala zu gering auf der rechten Seite. Somit können wir jede Stofffamilie abhängig von der Leistung in Bezug auf die drei oben genannten Kriterien auf dieser Skala einordnen. Aufgrund der charakteristischen Waffelstruktur umfasst die Grid Fleece Familie unsere leichtesten und atmungsaktivsten Midlayer. Innerhalb dieser Produktlinie ergänzen wir unsere bestehenden Bestseller Proita mit durchgehendem Reißverschluss um ein Modell mit Halbreißverschluss. Hier die Struktur des Grid Fleece. Wir erweitern unsere Midlayer-Familie aus natürlichem Mischgewebe durch den Einsatz von Yakwarmfasern bei unserer neuen Millennium Yakwarmlinie.
Die Modelle mit Halbreißverschluss und Kapuze sind mit Jagdwarmeinsätzen in den kalten Bereichen ausgestattet und mit Jersey-Einsätzen dort, wo Feuchtigkeit abgeleitet werden muss, wodurch ein Organic Body Mapping geschaffen wird. Bei Modellen mit durchgehendem Reißverschluss ist der Einsatz auf der Vorderseite aus hochwertiger Merino-Wolle gefertigt, um eine stärkere und wärmere Zwischenschicht zu gewährleisten. In unserer Mikrofleece-Familie fertigen wir unseren Bestseller Roy nun aus 100% recyceltem Polyester und ergänzen die Linie um ein Modell mit durchgehendem Reißverschluss, das mit seitlichen Reißverschlusstaschen ausgestattet ist. Und schließlich knüpfen wir an die erfolgreiche grafische Geschichte unserer Kinship-Kollektion an und erweitern diese mit dem strukturierten Vlies. Die erste Variante ist aus einem gesteppten Vlies gefertigt, das die Wärme zwischen zwei Stoffschichten einschließt. Wir haben genderspezifische Designs. Chiara trägt natürlich die weibliche Version. Und hier haben wir die männliche Variante. Diese ist aus einem Abstandsvlies gefertigt, das ebenso Wärme zwischen den Stofflagen einschließt. Hi everybody. Mein Name ist Richard Clevett und ich bin der Category Manager für Laufen und Radsport. Für die Herbst-Winter-Kollektion 2020 Running haben wir zwei Schwerpunkte: Performance und Active. Der Clou dieser Saison ist unser völlig neu gestaltetes Zero Weight Warm Konzept. Hochfunktionell, leicht und atmungsaktiv. Reduziert auf das Wesentliche, bietet es dem anspruchsvollen Läufer optimalen Schutz. Zero Weight ist das Schlagwort unseres Elements-Konzepts. Die breite Produktpalette bietet allen Läufern essentielle Performance. In dieser Saison haben wir das Sortiment um neue Keramik-Warm-Midlayer und vom Blackcomb inspirierten Grafiken auf T-Shirts und Jacken erweitert. Außerdem bieten wir die vier neuen Midlayer im Millennium-Konzept, dem aktiven Läufer multifunktionellen Stil und Komfort bieten. Die Zero Weight Pro Reflect-Serie richtet sich an den anspruchsvollen Athleten. Diese Softshell-Jacke ist leicht, winddicht, wasserabweisend und hochelastisch. Die optimierte Blackcomb-Grafik schafft ein 360-Grad-Reflexionsvermögen. Eine sehr clevere Funktion haben wir oben am Reißverschluss angebracht. Ein magnetischer Kragenverschluss verhindert das Flattern bei geöffnetem Reißverschluss und sorgt für zusätzliche Belüftung. Darüber hinaus weist das Modell zwei Reißverschlusstaschen auf, die rechte davon mit integrierter Handytasche. Einmal umdrehen bitte. Die Rückseite präsentiert sich mit Bodymapping-Belüftung und dort, wo du am meisten schwitzt, sind lasergeschnittene Löcher mit einem darunterliegenden Mesh-Einsatz angebracht, damit die Luft durch die Jacke strömen kann. Die neu konstruierten, hochelastischen Innenärmel halten dich warm, während du deine Leistung auf deiner Armbanduhr durch das integrierte Sichtfenster im Blick behältst. Wir haben auch das Design der warmen Zero-Weight Leggings an die Jacke angepasst. Vorne an den Oberschenkeln ist das gleiche leichte, winddichte und wasserabweisende Softshell-Gewebe aus 4-Wege-Stretch-Stoff eingesetzt. Für den hinteren und unteren Teil dieser Leggings wird ein mittelschwerer, hochelastischer Strickstoff verwendet. Der Kniebereich ist für maximale Bewegungsfreiheit ergonomisch geformt. Die Leggings verfügt über geklebte Nähte und einen Bund mit integriertem Tunnelzug, kombiniert mit Taschen für Kleinigkeiten. Mit dem 360-Grad-Reflexionsvermögen ist diese Kombination aus Jacke und Tight dein idealer Laufpartner im Dunkeln und bei kaltem, unfreundlichem Wetter. Unter der Jacke zeigen wir das Cerami Warm Pro T-Shirt, Otlos Markenzeichen aus unserer Running-Kollektion, komplett nahtlos. Wenn du auf der Suche nach vielseitiger Winterbekleidung und hoher Performance bist, solltest du die Zero Weight Hybrid Jacke ausprobieren. Die Kombination aus leichter, winddichter und wasserabweisender Softshell und hochelastischem, gebürsteten Jersey sorgt für Bewegungsfreiheit und Wärme. Abgerundet wird das Ganze mit Reißverschlusstaschen und reflektierenden Elementen. Bei der athletischen Passform und den hervorragenden Features gibt es für das Wintertraining keine Ausrede mehr.
Die warme Zero-Weight-Weste kombiniert Softshell-Schutz und einen Rückeneinsatz auch hochelastischem Jersey. Zusammen mit einem unserer leistungsstarken Midlayer bildet sie die ideale Zwischenschicht für die Übergangszeit. Das leichte, winddichte, wasserabweisende Kleidungsstück aus 4-Wege-Stretchstoff hat dem Körper angepasste Belüftungszonen, reflektierende Details und eine Reißverschlusstasche. Der leistungsstarke Midlayer ist an den Ärmeln und im Rücken aus leicht gebürstetem Material, kombiniert mit einem aktiv wärmenden Keramik-Warmzone auf der Vorderseite. Das Design wird durch eine kleine Reißverschlusstasche für deine Laufutensilien und einen eng anliegend integrierten Kapuze mit Gesichtsmaske gekonnt abgerundet. Wenn du Gas geben willst, sorgt die athletische Passform des Zero-Weight Midlayer für die perfekte Balance zwischen Wärme und Leistung. Diese mit dem ISPO Gold Award ausgezeichnete wasserdichte Jacke mit Otlo Dual Dry Technologie wurde für anspruchsvolle Athleten entwickelt, die das ultimative Gleichgewicht zwischen Schutz und Atmungsaktivität suchen. Mit einer Wassersäule von 20.000 mm und einer Atmungsaktivität von 50.000 mVP ist sie der Marktführer für leichte, wasserdichte Radjacken. Ein 360-Grad-Reflexionsvermögen, komplett versiegelten Nähten, einem wasserdichten Reißverschluss und einer Rückentasche zum Verstauen von Kleinigkeiten runden das Hochleistungspaket ab. Adlo presents Dual Dry Waterproof. Innovative microclimate technology. When we buy running gear, we often face a common dilemma. Either we decide for weather protection and sacrifice breathability, or we decide for breathability and sacrifice weather protection. Dual Dry Waterproof by Odlo ends this dilemma. The optimal balance of weather protection and breathability, making sure you stay dry. Dual Dry Waterproof protects you against wind and rain and eliminates excess humidity. Dual Dry Waterproof is an extremely lightweight, three-layer fabric made from innovative high-tech materials, maximizing breathability and airflow from the inside, while forming a wind and waterproof barrier on the outside. Dual Dry Waterproof protects against the elements with a water column up to 20,000 millimeters and eliminates excess moisture. Dual Dry Waterproof by Odlo. The most technical running piece Odlo has ever made. Odlo, engineers of active layers since 1946. Für kalte Winterläufe sind Komfort und Wärme ein Muss. Dafür haben wir dieses nahtlose, dem Körper angepasstes Midlayer aus Jackwolle und Polyester entwickelt, damit du deinen Lauf in vollen Zügen genießen kannst. Der halblange Reißverschluss sorgt für zusätzliche Belüftung und Kälteschutz. Die reflektierenden Details vorne und hinten für Sicherheit beim Laufen. Die Struktur am oberen Rücken sorgt für mehr Atmungsaktivität. Trage dazu wärmende Leggings aus Jackwolle und Polyester. Sie halten dich warm, wo du es brauchst. Wir haben reflektierende Details hinten und vorne plus eine kleine Reißverschlusstasche. Diese mit dem ISPO Gold Award ausgezeichnete wasserdichte Jacke mit Otlo Dual Dry Technologie wurde für anspruchsvolle Athleten entwickelt, die das ultimative Gleichgewicht zwischen Schutz und Atmungsaktivität suchen. Mit einer Wassersäule von 20.000 mm, einer Atmungsaktivität von 50.000 mVP bei nur 136 Gramm Gewicht in Größe L, ist sie der Marktführer für leichte, wasserdichte Laufjacken. Ein 360-Grad-Reflexionsvermögen, komplett versiegelten Nähten, einem wasserdichten Reißverschluss und einer lauftauglichen, anpassbaren Kapuze mit Regenvisier runden das Hochleistungspaket der Jacke ab. Noch nie hat Laufen im Regen so viel Spaß gemacht. Kombiniert mit der Jacke präsentieren wir die wasserabweisende Otlo Dual Dry Radshorts mit Trägern. Sie hat reflektierende Details und das Otlo Gold Padding für maximalen Komfort. Zudem präsentieren wir den radsportspezifischen Midlayer mit Otlo Ceramic Warm Material, langem Saum und asymmetrisch durchgehendem Reißverschluss für mehr Tragekomfort, der dem Windchill-Effekt entgegenwirkt. Im unteren Rückenbereich haben wir ein paar Taschen
Zudem eine Tasche mit Reißverschluss für Handy und andere Wertsachen. Unter dem Midlayer zeigen wir das Cerami Warm Base Layer. Radsportspezifische Base Layer mit aktiv wärmendem Otlo Keramik Warm Material auf der Vorderseite und atmungsaktivem Meshgewebe auf der Rückseite für Fahrten im kalten Winter machen das Outfit komplett. Hey all, my name is Chris Graf. I'm responsible. Hallo, mein Name ist Chris Graf und ich bin verantwortlich für die Bereiche Langlauf und Accessoires. Heute präsentiere ich die Herbst-Winter-Kollektion 2020 für Nordics. Für Herbst-Winter 2020 haben wir unser Sortiment etwas anders strukturiert als in den Vorjahren. Die Zero-Weight-Linie ist für den Hardcore-Langläufer konzipiert, einem Leistungslangläufer, der für eine Stunde hartes Training auf die Loipe geht. Die Eolus-Linie ist eher für den Sonntagsläufer gedacht, der auf der Suche nach funktioneller und atmungsaktiver Kleidung ist, die Wärme und Wetterschutz bietet. Und dann haben wir noch die neue, extra warme Millennium-Linie für den etwas jüngeren Neueinsteiger, der bei seinem leichten Training Wärme und Wetterschutz braucht. Beginnen wir mit dem Zero-Weight-Outfit für Herren. Die nahtlose Zero-Weight-Jacke ist aus besonders atmungsaktivem und super leichtem Material gefertigt und ist super elastisch. Auf der vorderen Innenseite der Jacke haben wir eine Membran eingesetzt, die dich vor Wind und Wetter schützt, ohne die Atmungsaktivität und Elastizität im Rücken einzuschränken. Für deine Wertsachen gibt es eine Brusttasche. Auf der Vorderseite ist das vollständig nahtlose Kleidungsstück durch seine Stricktechnologie besonders dehnbar und atmungsaktiv. Wir kombinieren dieses Outfit mit der im Herbst-Winter neu eingeführten winddichten Zero-Weight-Hose. Die Vorderseite ist ähnlich konzipiert und vollständig winddicht, während der leichte Jersey-Stoff auf der Rückseite für optimale Belüftung sorgt. Wir runden das Outfit mit der Move-Light-Mütze ab, das perfekte Accessoire für den Winter-Hochleistungssportler. Last but not least fügen wir dem Ganzen die Zero-Weight X-Light-Handschuhe hinzu. Darauf werde ich später noch näher eingehen. Das erste Outfit für Damen zeigt die Zero-Weight Future-Knit-Jacke. Hier handelt es sich um dieselbe Technologie wie in unserer Outdoor-Kategorie, einer durchgehend gestrickten dritten Schicht mit hervorragendem Body-Mapping. Und weitere Details findest du hierfür auch im Outdoor-Bereich. Die komplett winddichte, dreilagige Membran auf der Vorderseite der Nordics-Jacke schützt dich vor Wind und Schnee. Die Rückseite bietet optimierte Atmungsaktivität dank Belüftungslöchern. Es handelt sich hier um eine gestrickte Jacke mit unglaublicher Elastizität. Wir kombinieren das Outfit mit unserer Zero-Weight-Leggings und dem Move-Light-Stirnband, perfekt für die High-End-Performance-Läuferin. Die zweite Säule der Nordics-Kollektion ist die Eolus-Reihe. Auf der Vorderseite der Jacke sind zwei Taschen angebracht und das eingesetzte Softshell-Gewebe ist wind- und wasserdicht. Für mehr Bewegungsbefreiheit finden sich auf der Rückseite ganz neu designte Schnittlinien. Laserschnitte dienen zur zusätzlichen Belüftung und Atmungsaktivität. Charakteristisch für die Eolus Pro-Hose ist der seitliche Reißverschluss, der es dir ermöglicht, aus der Hose zu schlüpfen, ohne die Langlaufschuhe auszuziehen. Bei der dritten Säule der Kollektion dreht sich alles um Extrawärme, unsere Millennium-Reihe. Das Modell trägt das Herzstück der Kollektion, die Millennium X-Warm-Jacke mit G-Loft-Füllung. Da wir uns zwar an Kunden mit einem aktiven Lebensstil, aber nicht an Leistungslangläufer wenden, haben wir an der Jacke eine Brusttasche und zwei Seitentaschen angebracht. Denn diese Zielgruppe neigt dazu, nichts zu Hause zu lassen. Handy, Geldbeutel, Schlüssel, Taschentücher und vieles mehr muss verstaut werden. Die mit G-Loft gefütterte Vorderseite und Ärmel bieten Wetterschutz und halten dich warm. Das Rückenteil ist aus Yakwarm-Garn hergestellt. Das Yakwarm-Gewebe ist wärmend und dabei dehnbar und super atmungsaktiv. Der untere Teil ist wie die Vorderseite gefüttert. Obwohl es sich um eine Langlaufjacke handelt, haben wir eine Kapuze hinzugefügt, die dich in einem gemütlichen Skitag bei jedem Wetter wohlig warm hält. Kurzum, perfekter Schutz vor Wind und Schnee auf der Loipe. Nun aber, wie bereits angekündigt, zu den Handschuhen.
Der leichteste Handschuh in unserer Nordics-Kollektion ist der Zero Weight X-Lite. Dieser extrem leichte Handschuh präsentiert sich mit Silikonnoppen auf der Handinnenseite, damit du die Langlaufstöcke perfekt im Griff hast. Eine Stufe höher haben wir den Aeolus Light Handschuh, ebenfalls mit Silikonnoppen ausgestattet. Er unterscheidet sich vom Zero Weight X Light durch ein etwas dickeres, winddichtes Material auf der Oberseite. Und zu guter Letzt der Aeolus Warm Handschuh aus noch dickerem Material und mit zusätzlicher Fütterung auf der Handrückseite. Selbstverständlich ist er auch winddicht und mit Silikonnoppen versehen. Jetzt kommen wir zur Otlo Activewear Kollektion für Damen, die Sport- und Freizeitkleidung vereint. Unsere Kleidung unterstützt dich bei jeder Art von Training und sorgt für dein Wohlbefinden. Die Sahavo-Modelle sind in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Konzipiert wurde diese fantastische Statement-Reihe in Zusammenarbeit mit Zaha Hadid Design. Exklusive Fitnessbekleidung, die du sowohl im Studio als auch im Freien tragen kannst. Die Jacke verfügt über eine hervorragende Primaloft-Wärmeisolierung und ist dank der DWR-Imprägnierung wasserabweisend. Die beiden Taschen sind gebrushed. Unter der Jacke trägt Chiara Top und Leggings hergestellt mittels unserer einzigartigen Stricktechnologie. Diese verleiht dem Outfit ein besonderes Appeal und sorgt für zusätzliche Belüftung. Die Modelle lassen sich perfekt mit anderen Produkten aus der Otlo Active Wear Kollektion für Damen kombinieren. Weiter geht es mit den Pure Cerami Warm Modellen, die dich wohlig warm und trocken halten dank Cerami Warm, der aktiven Wärmungstechnologie von Otlo. Die in das Garn integrierten Keramikpartikel reflektieren deine Körperwärme. Der Effekt ist beeindruckend. Deine Hauttemperatur fühlt sich bis zu 3 Grad wärmer an. Diese Modelle eignen sich also perfekt für Yoga oder Pilates oder auch im Freien an kälteren Herbsttagen. Selbstverständlich dürfen auch maximaler Tragekomfort und Bewegungsfreiheit nicht fehlen, die nahtlose Passform garantiert. Nach dem Training direkt raus in die Kälte, da ist diese Kapuze ein willkommener Schutz. Neu in dieser Saison ist der Pure Wool Base Layer, der aus über 50% feinster Merino-Wolle besteht. Diese gewährleistet eine außergewöhnliche Thermo- und Feuchtigkeitsregulierung und natürliche Geruchshemmung. Das Model trägt diesen Base Layer kombiniert mit der Maha-Hose, die dank DWR-Imprägnierung wasserabweisend und wärmend ist. Zu unseren funktionaleren Modellen aus der Activewear-Kollektion für Damen zählt die Lu-Reihe. Perfekt geeignet für dein tägliches Training. Der neue Hoodie ist aus einem angenehmen, leistungsstarken Material gefertigt. Ein besonderes Detail sind die Prägungen an den Ärmeln. Schlüssel und Handy kannst du in den 2 Reißverschlusstaschen verstauen. Die neue Lu-Leggings bietet mittleren Halt. Bei deinem Workout sorgt das speziell entwickelte Mesh für zusätzliche Belüftung und perfekte Atmungsaktivität. Außerdem verfügt die Leggings über eine Schlüsseltasche. Alle Modelle der Reihe lassen sich bestens miteinander kombinieren. Die Modelle der Alma-Kollektion sind von den Silhouetten der Loungewear inspiriert. Perfekt für gemütliche Tage zu Hause oder nach dem Training. Das natürliche Mischgewebe mit Modal ist super weich und sorgt für angenehmen Tragekomfort. Unser breites Sortiment an Leggings bietet viele attraktive Modelle, die in 3 verschiedenen Supportstufen erhältlich sind. Ganz nach deinem Geschmack oder der Intensität deines Trainings. The intensity of your workout and your personal preference of support.